Servus, grüßt euch bei mir in der Holzbude. Heute wieder ein neues Video. Und zwar, ich möchte heute einen Blumenuntersetzer machen aus Restholz. Ich habe mir hier schon ein bisschen was hergekriegt. Ich habe mir so gedacht, ich nehme da mehrere verschiedene Hölzer. Und zwar nehme ich da Esche. Ich habe da noch von meinem Bettprojekt Escheholz über. Für die Beine von dem Blumenuntersetzer, Blumentischchen, Beistelltischchen oder wie auch immer. Dann habe ich hier Kieferbretter, die sind aus einem alten Regal. Dann habe ich von einem alten Gartentisch so, weiß ich nicht, Mahagoni oder was, keine Ahnung, wird natürlich noch behandelt. Auch für die Platte davon habe ich mehrere Hölzer hergenommen. Und zwar, wie gesagt, alles Restholz, unter anderem auch Esche. Das Mahagoni, ich weiß es nicht. Dann habe ich hier ein leichtes Holz, ich denke mal, das ist Teakholz. Wird natürlich alles noch behandelt, gehobelt und so weiter. Etwas Buche habe ich noch dabei. Und ja, was das Rötliche ist, das weiß ich jetzt nicht, aber das möchte ich auch mit einarbeiten. Und daraus soll dann die Platte dazu entstehen, dass da lauter verschiedene Hölzer mit drin sind. Ja, ich schneide mir das jetzt alles mal aufs grobe Maß, werde das dann hobeln, auftrennen, verleimen. Und dass ich dann alles soweit fertig habe, die Tischbeine machen. Und wird es dann alles verleimen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's nach dem Intro. Some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4,
Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go
So, jetzt kommt das Schönste am ganzen Projekt. Das Ganze schön einölen mit dem Heliac her. Bin gespannt, wie die ganzen Maserungen wieder rauskommen da und wie das angefeuert wird. Tischchen ist fertig, war sehr mühevoll, aber ich denke mal, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich habe das, die ganze Bauweise habe ich auf einem, ich glaube, Facebook-Kanal oder so, irgendein japanischer, chinesischer Sender-Kanal, der hat das nur ein bisschen in größer, ich glaube, der hat 50x50 oder so. Ich habe jetzt hier 30x30 genommen. Ihr habt ja die ganzen Arbeitsschritte gesehen. Jetzt ist es fertig geölt. Hier unten habe ich jetzt zum ersten Mal den Brandstempel ausprobiert vom Patrick von Borgis Werkstatt. Der hat mir den gemacht. Also Patrick funktioniert super mit dem bunten Brenner. Ich werde mir jetzt allerdings einmal einen Lötkolben kaufen. Ich habe da recht was Günstiges gefunden. Mal testen, ob das funktioniert. Weil das mit dem Bunsenbrenner ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, finde ich. Aber es hat funktioniert und ich denke mal, das Teil kann sich sehen lassen. Ich werde das jetzt mal dann meiner Regierung präsentieren, was die sagt. Und ja, im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden. Ist alles aus Restholz. Es sind, ich glaube, es ist jetzt Esche, Buche, Kiekholz, Nussbaum, glaube ich, ist mit drin. Also alles eigentlich Restholzer, was ich da so an Leisten und Latten rumliegen gehabt habe, hat da Verwendung gefunden. Hier habe ich da Kiefer mit drin, auch Esche in die Beine. Also für ein Restholzprojekt ist eigentlich das ganz schön geworden. Das Ganze abgerundet natürlich dann mit Heliabkehr. Das bringt natürlich die Maserung von dem ganzen Holz alles wunderbar hervor. Ich zeige es euch nur mal so. Also echt ein Traum. Also ich bin begeistert davon. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mir hat jetzt vor kurzem noch ein Brief erreicht von Peters Köller-Werkstatt. Der hat mir einen Sticker geschickt. Ich habe ihn jetzt leider oben am PC liegen. Peters Köller-Werkstatt ist ein noch recht kleiner Kanal, macht recht interessante Sachen mit Laser und mit 3D-Druck und ja, alles mögliche. Ist ein recht sympathischer Kerl. Ich werde euch den Kanal mal unten verlinken. Schaut mal beim Peter vorbei, Namenskollege, und lasst ihm vielleicht ein Abo da. Schaut mal seine Videos ein bisschen, Like da lassen, würde sich bestimmt freuen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abo, wer es noch nicht gemacht hat, wäre auch schön. Und alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.